Hallo, mein Name ist Petra und du hast heute die Möglichkeit, bei einem Weltrekordversuch mitzumachen. Dafür werden wir die DNA aus Erdbeeren sichtbar machen. Man braucht dazu nur ganz wenige Dinge, die jeder zu Hause hat. Und jetzt geht's schon los. Hier seht ihr nun alles, was wir brauchen. Die genaue Liste findest du in der Videobeschreibung. Wir starten mit den Erdbeeren. Diese schneiden wir nun mit einem Messer klein und geben sie anschließend in den Mörser mit dem Stößel und pürieren sie. Falls ihr keinen Mörser und Stößel zu Hause habt, könnt ihr auch einfach eine Schüssel und eine Gabel nehmen, um Erdbeerpüree zu erhalten. So, nun starten wir mit dem Extraktionspuffer. Dafür nehmen wir uns ein Glas und schütten einen halben Teelöffel Salz hinein. Nun füllen wir ein kleines Stamperl mit 25 ml Zitronensaft. Ihr könnt gekauften Zitronensaft verwenden oder auch eine frisch gepresste. Und geben den Zitronensaft zum Salz hinzu. Die gleiche Menge Wasser geben wir in ein weiteres Stamperl und vermengen diese mit der Zitrone mit dem Salz. Als nächstes verwenden wir das Spülmittel. Hier kommen 5 ml dazu. Am Schluss verwenden wir noch 5 Tropfen Fleckenteufel. Nun müssen wir das Ganze noch kräftig mit einer Gabel verrühren. Nun nehmt bitte den Extraktionspuffer und gebt ihn zu unserem Erdbeerpüree hinzu. Dann rührt den Extraktionspuffer und das Erdbeerpüree gemeinsam um. Das solltet ihr für ungefähr 1 bis 2 Minuten machen, damit wir dann ein richtig gutes Ergebnis haben und alle Zellen und Zellkerne aufgebrochen sind und wir unsere DNA sichtbar machen können. Als nächsten Schritt nehmt ihr nun bitte einen Kaffeefilter zur Hand und faltet die untere und rechte Seite ein. Nun nehmen wir das Erdbeerpüree und den Extraktionspuffer und schütten ihn gemeinsam in den Kaffeefilter. Hier müsst ihr bitte aufpassen, dass der Kaffeefilter nicht reißt und ihr nicht daneben schüttet, denn wir wollen nun die großen Erdbeerstückchen abtrennen und wirklich nur mehr mit dem Erdbeersaft weiterarbeiten. Wenn ihr genug Saft gesammelt habt, das sind so ungefähr 1 bis 2 Esslöffel, könnt ihr den Filter auf die Seite geben. Wir nehmen nun die 1 bis 2 Esslöffel und geben diese in ein neues Stamperl. Als nächsten Schritt geben wir das gleiche Volumen an Wasser hinzu, das heißt hier wieder 1 bis 2 Esslöffel Wasser. Nun kommt der eigentliche Schritt, um die DNA sichtbar zu machen. Gebt einfach die 6-fache Menge, also 5 bis 6 Esslöffel, von Brennspiritus dazu. Brennspiritus ist eine gefährliche Flüssigkeit, bitte fragt eure Eltern um Hilfe, wenn ihr nicht damit umgehen könnt. Ihr müsstet jetzt schon eine leichte weiße Trübung im Glas sehen, das ist eigentlich schon unsere DNA. Wir werden das nun noch besser mischen. Hierfür nehmt ihr bitte einen einfachen Untersetzer, drückt das Stamperl an die Unterseite und wendet es 2 bis 3 Mal. Passt auf, dass keine Flüssigkeit davon rinnt. Mit einem Holzspieß ist es nun ganz einfach, die DNA aus diesem Gefäß herauszunehmen. Und was wir hier sehen auf dem Holzspieß, ist nun die sichtbar gewordene DNA aus der Erdbeere. Hier sehen wir nun unser Ergebnis. Wollt ihr bei unserem Weltrekordversuch dabei sein? Bitte sendet uns ein Foto von eurer DNA an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Danke fürs Mitmachen und viel Spaß beim Experimentieren.